Und im Studio ist jetzt Jan Strotzig vom Norddeutschen Rundfunk, einer der 400 Journalisten, die an dieser Recherche beteiligt waren. Willkommen. Hallo. Um es nochmal klarzustellen, die aggressive Steuervermeidung, die ist ja in der Regel legal und schon lange bekannt. Was ist neu an den Ergebnissen dieser Paradise Papers? Das stimmt. In der Tat sind viele der Konstruktionen, die wir dort sehen, legal. Zumindest in den Ländern, wo sie umgesetzt werden. Wir sehen jetzt aber zum Beispiel, dass der Fokus sich in dieser Diskussion noch mal auf neue Staaten verlagern wird. Wir haben große Fälle in den Niederlanden, die sozusagen jetzt noch mal zur Debatte stehen. Wir haben die Isle of Man und die Kanalinseln, also sozusagen im Einzugsbereich des Vereinigten Königreichs. Und da wird sich in den kommenden Tagen noch mal eine Debatte bilden müssen, wie man mit diesen Staaten umgeht, gerade weil diese Tricks legal sind. Gibt es denn neue Tricks? Na, wir sehen auch eine Reihe von neuen Mitteln. Da will ich jetzt gar nicht sozusagen ins technische Detail gehen. Aber wir sehen eine Menge von neuen Konstruktionen, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Ja. Wo liegen denn die Grenzen zur Illegalität? Lässt sich das beschreiben? Das ist immer so ein bisschen ein schwieriger Prozess. Man kennt das auch von den Beraterfirmen, die selber sagen, wir gehen davon aus, dass unser Modell zu 70%, zu 80% von den Steuerbehörden anerkannt wird. Das heißt so, diese Ungewissheit, ob man damit durchkommt oder nicht, ist selbst in diesen Beratungsgesprächen schon immer immanent vorhanden. Und wir haben zum Teil gesehen, dass Beraterfirmen dahin gehen, dass sie sagen, wenn was 50% oder 51% als legal gewertet wird, wahrscheinlich, dann setzen wir es mal um und gucken, was passiert. Am Ende muss aber natürlich ein Gericht darüber entscheiden, was legal ist und was nicht. Geht es bei der Veröffentlichung dieser Paradise Papers auch um sowas wie einen moralischen Druck? Na, ich glaube, in erster Linie für die legalen Tricks ist der moralische Druck total notwendig. Da müssen wir einfach als Gesellschaft eine Debatte darüber führen. Wollen wir, dass das legal ist? Wollen wir den Konzernen das erlauben? Wollen wir auch den Ländern das letztlich erlauben? Und da wir in Europa und in der EU insbesondere uns darauf geeinigt haben, ein paar Dinge einfach zusammen anzugehen, ist diese Steuerfrage eine der Sachen, wo wir, glaube ich, noch mal darüber diskutieren müssen, ob wir das nicht in Zukunft irgendwie anders betrachten wollen. Stellen wir uns mal vor, wir sind eine Firma, machen hohe Gewinne in Deutschland. Was muss man dann tun, um Steuerzahlungen hierzulande zu vermeiden? Jetzt bin ich natürlich kein Steuerberater und wenn, dann würde ich diese Tipps auch nicht geben. Aber die Recherchen zeigen, dass zum Beispiel die Isle of Man sich sehr gut dafür eignet, dass man dort Gewinne hintransferiert. Das funktioniert, wie wir in den Daten sehen, über Zinsmodelle. Man verschuldet sich künstlich hoch in Deutschland, dadurch gehen hier die Gewinne runter. Über die Zinsen werden die Gewinne auf die Isle of Man transferiert und sind da nicht besteuert oder fast nicht besteuert. Das ist eins der gängigen Modelle. Ähnliche Modelle sehen wir, die funktionieren dann auch in den Niederlanden und in anderen europäischen Ländern. Jan Strotzig vom Norddeutschen Rundfunk, vielen Dank. Gerne.